hinter sich. Die Leverkusener setzen sich jetzt immer häufiger in der Hälfte der Dresdner fest. Dann Kern gegen Mehl, ein Foul. Dafür sieht Kern die gelbe Karte und es gibt Freistoß. Schuster auf den Kopf von Kirsten. Und dann ist es da, das erste Leverkusener Tor in der 79. Minute. Das 1:1. Vor zwei Jahren hat man hier 0:1 verloren und im vergangenen Jahr 0:2. Und nun bleibt es am Ende beim leistungsgerechten 1:1 zwischen Dynamo Dresden und Bayer Leverkusen und einem Riesenjubel des schwarzen Ulf Kirsten. Ich würde sagen, es ist mir hier eigentlich die bessere Mannschaft. Eigentlich waren bis auf die Viertelstunde vielleicht zum Anfang. Hatten klar bessere Chancen,